Hi, ich bin Marcia von Apero und dank LexOffice fliegen wir jetzt zur CES nach Vegas. Hallo Freunde, nach einem 10-Stunden-Flug sind wir jetzt in Denver angekommen. Super schön, da vorne sind dann die Rocky Mountains. Da wäre ich jetzt auch gern, aber wo ich noch viel gerner wäre, ist Las Vegas und da sind wir dann in 4 Stunden. So, wir sind in Las Vegas angekommen gestern. Jetzt haben wir uns erstmal ein Auto gemietet und sind ein bisschen in die Wüste gefahren. Jetzt schauen wir, ob wir irgendwo unsere Handys laden können. In der Wüste. Ganz viel Power. Bau den komplett. Abfahrt. Wir sind jetzt hier vor der CES und was machen wir als nächstes? Jetzt gehen wir mal rein und holen uns einen Kaffee und laden mal unsere Handys auf. Ich habe nämlich nur 30% Akku. How do I feel? When do I? Okay, so I can do this. And whatever it's named to. And it brings customers in. Yeah. We should make a video with the room. And now I'm going to do this. Pass mal auf. Ich habe jetzt hier gerade den Amazon Pressure Truck rasiert und habe mit der GoPro hier die Kegel umgeschmissen. Da habe ich eine coole Mütze bekommen und so eine Amazon-Tüte mit einem Kaffeebecher. Auf jeden Fall bin ich echt happy jetzt. Hi. Warum hat sie mich nicht gefragt, ob ich hier morgen Bälle unterschreiben will für meine Amazing Dunks? So, wir haben jetzt hier jemanden gefunden, der eine Steckdose trägt und wir glauben, dass er einen Apero braucht. Deswegen werde ich da jetzt mal hingehen und fragen. Yo, Tag 2 auf der CES in Las Vegas. Wir sind jetzt hier heute im Eureka Park. Hier ist die fancy Startup Area. Jetzt schauen wir uns mal an, was es hier alles so gibt an Innovationen. Ich habe gehört, es sind noch ein paar deutsche Startups hier. Die suchen wir jetzt mal. Und Marcia, die Frage an dich, was schätzt du, wie viele Amperos wirst du heute los hier? Alle. Richtig. Roboterfußball. Jawohl, da hast du. Jetzt. My name's Dan, I'm from Nordic Trolls in Beijing. Today we are showing off Carnage Chronicles. Give a hug! Give a kiss! Also ich habe jetzt hier ein Schild und hier ein Schwert. Jetzt suche ich Marcia, da vorne steht sie. Irgendwie ist es ziemlich ruhig hier. Oh, da kommt einer, Achtung! Schießen! Jawohl! Hallo, ich bin Lukas, wir sind Quantac. Wir haben einen Alkoholsensor, der auf deiner Haut sitzt und dir erzählen kann, wie viel du getrunken hast. Live haben wir eine Demo, wo unser CTO konstant ein bisschen trinken muss. Und live auf unserer Website kannst du dann sehen, wie viel er getrunken hat. Cheers! Okay.
und wir haben den Ingenious Button entwickelt und er funktioniert mit einem Fingerprint-Sensor. Ich kann die verschiedenen Teile meiner Hand damit belegen und mit der App verknüpfen. Und man braucht nur einen Knopf und kann da 20, 25 Sachen drauflegen und kann alles steuern, wofür man sein Smartphone dann aus der Tasche holen muss. Wir sind auf der CES auf dem GoPro-Stand, weil wir eigentlich ein Kabel holen wollten für unsere alte GoPro Hero 3, die noch funktioniert. Die ist super alt und leider gibt es diese Kabel nicht mehr bei GoPro. Aber weil die so cool fanden, was wir machen, haben sie uns eine neue Hero 5 hingestellt und die gehen wir jetzt in der Achterbahn in New York austesten. Germany, GoPro loves you! Woo! I want to say a big hello to LexOffice and all of Germany from CES here in Las Vegas. Das ist ein Ampero, ja. Denn die Kabel sind nicht nur integriert, sondern sie kommen auch noch in einem Sharing-System. Sharing-System bedeutet, wir haben verschiedene Partner. Hotels, Restaurants, Taxis, Clubs, Pubs, Festivals, Casinos und Flughäfen. Da kannst du dir diese Powerbank ausleihen, dein Handy laden, kannst sie dann bei irgendeinem Partner von uns wieder zurückgeben. Liebe der Steckdosen. Okay, Leute, wir gehen jetzt in den Heart Attack Grill, der ist hier direkt hinter mir. Ich bin mal gespannt, was es da zu essen gibt. Ich weiß, dass es einen Burger gibt mit 20.000 Kalorien. Fängt ja gut an. Guten Appetit! Ja, Burger haben wir überlebt. Jetzt haben wir so was Cooles zum Anziehen gesucht und haben auch schon einen neuen Namen für uns gefunden. Das sind die Wild Party Girls.